Hallo und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier unten noch ein bisschen mehr die Plastikproduktion vergrößert. Ich hoffe, das wird für die Zukunft ausreichen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wir wollen uns heute mal ums Aluminium und vielleicht auch ums Gold kümmern. Und wir werden kurz mal schauen, was wir denn dazu brauchen. Für Aluminium brauchen wir Aluminiumerz, das haben wir. Dann brauchen wir Sodiumhydroxid. Wir erinnern uns, das haben wir hier hinten zwischengelagert. Hier irgendwo in einem Warenhaus ist das. Allerdings haben wir hier jede Menge Salinwasser, das ist Salzwasser. Und davon kann man hier dieses Sodiumhydroxid gewinnen. Und wir kriegen dabei auch noch das Grüne, das ist Chlor, glaube ich. Und Chlor wird hier bei Gold gebraucht. Also ich denke, es macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn, dass wir das hier nochmal neu aufsetzen. Also wir werden hier drüben, da ist Gold und Aluminium. Ich denke, hier machen wir das. Vielleicht können wir das hier. Nee, hier ist besetzt. Ich Idiot. Da ist besetzt. Dann machen wir es entweder hier unten. Ja, dann müssen wir es hier hochpumpen. Ich denke, wir werden einfach das Wasser hier hochbringen irgendwie. Und dann klappt das schon. Hoffe ich mal. Wir haben hier auch einen Clarifier, der das Ganze clarifieren soll. Den reißen wir ab. Weil das wollen wir jetzt wieder weiterverwenden. Ich denke, hier könnte ein guter Platz sein. Der Platz ist auch nicht reserviert, deswegen sollte das eigentlich gehen. Das müssen wir mal sehen. Ich werde das relativ. Ich denke, wir machen es hier. Hier liegen auch noch jede Menge Alien-Artefakte rum. Das sind wahrscheinlich noch Überbleibsel von der Tod und Zerstörung, die ich über eine Alien-Basis gebracht habe, die hier lag. Oder ja, war. So, Licht muss natürlich sein, ansonsten. Ah! Es macht's immer wieder. Ich verstehe es nicht. Ich denke, dann lassen wir das hier und werden das. Wir haben noch oben eigentlich genügend Platz, abgesehen davon, dass das Rubaidfeld hier total im Weg ist. Aber naja, und damit werden wir schon irgendwie fertig werden. Wir sind ja bisher mit fast allem fertig geworden. Wir brauchen Elektrolyser. Haben wir glücklicherweise 3 Stück direkt am Start. Also ich würde sagen, ja, wir bauen das hier ungefähr. So, dann müssen wir natürlich den Wasserstoff müssen wir flair stacken. Ich denke, das machen wir einfach direkt da. So, das hätten wir. Dann das Chlor, das ist das, was wir eigentlich brauchen, neben dem Sodiumhydroxid. Dann machen wir ihn hier hin. Vielleicht machen wir auch noch mehrere, dann müssen wir den halt wieder abreißen. Aber ich denke aktuell, wir schauen einfach mal, wie weit wir mit diesen 3 kommen. So, da wird geflairstackt. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Ausgang-Output hier für die, für das Sodiumhydroxid. Ich wusste, dass das irgendwann noch wichtig sein wird. Ich denke, wir bringen das hier unten durch.
Das kommt zum Aluminium rüber. Und dann würde ich fast sagen, sollen wir das. Soll ich mit dem Blueprint-Setup probieren? Wahrscheinlich wird das in die Hose gehen, ne? Weil da fehlt. Was braucht die Blast Furnace? Das ist eigentlich der Punkt. Also wir machen Pellets. Die braucht dann noch Fuel. Okay. Haben wir Fuel in der Nähe? Wir hätten hier drüben Kohlefeld. Wir haben hier das Kohlefeld, aber das ist schon relativ arm an Ressourcen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich. Das hier auf der linken Seite anzapfen. Kommt, kommt, kommt. Dann hauen wir mal ein paar Drills hier hin. Vielleicht zuallererst den Weg. Oh, da stehen wir im Weg. Weil ja, dann, wenn der Weg frei ist, dann ist es einfach viel angenehmer. Schon mal, würde ich sagen. Das geht bis hierhin. Ich denke. Ich denke, hier wird das durchlaufen. Wir bringen das auf das vierte Band, weil das ist nicht besetzt. Also die Kohle. Also Strom wäre vielleicht noch wichtig. Ja. Machen wir es so. Und vielleicht haben wir auch noch direkt genügend Power für den dicken, genau. Ich werde auch hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite ein Link, und auf der linken Seite am besten auch ein Licht hinmachen, weil wenn ich hier sonst mit dem Auto angedonnert komme, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Unfall enden und das darauf habe ich eigentlich nicht so wirklich Lust. Deswegen safer driving mit Licht. So schaut's aus. So, dann sind wir auch schon gleich da. Das kann dann hier hoch und dann. So, ich denke, hier kommt das Aluminium raus. Das heißt, die Kohle hier hin. Beziehungsweise, ich denke, wir machen hier einen Splitter hin. Oh. Weil hier drüben kommt dann vielleicht nochmal was hin. So. Das heißt, wir haben gegenüber dem Eisen hier einen zusätzlichen Input. Das heißt, unser Blueprint-System, das funktioniert so wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen es nochmal neu aufsetzen. Ich denke, ich werde jetzt hier auch wieder eher etwas eine platzfressendere Variante wählen. Aber gut, wir fangen auf jeden Fall mit der Pellet Press an. Das bleibt gleich. Ich denke, wir fangen auch erst hier oben an, damit wir noch ein bisschen, für den Fall, dass wir hier irgendwas tun möchten, dass wir das tun können. So, dann brauchen wir zwei Ore-Processor. So, Aluminium-Pellets. Ne, wundervoll. Kommt hier rein. Dann, ich denke, dass hier der Anfang bleibt gleich. Das ist der Output. Dann kommen die sechs Blast Furnaces.
Die drei verschiedene Inputs jetzt haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das am besten machen. Was ist hier das Problem? Ach so. Ja, wisst ihr was? Dann schmeißen wir hier doch erstmal irgendwie einen Tank hin. Wir haben doch jetzt diese Angels Pressure Tanks hier, die Super Tanks, Jax irgendwas, keine Ahnung, was Jax 35 ist. Gibt's das wirklich? Oder ist das einfach irgendwie ein Name, der sich Angel irgendwie ausgedacht hat? Das wäre interessant zu wissen. So, der hat ein ordentliches Fassungsvermögen. Ich weiß nicht, wie viel, aber es ist eine Menge. So viel steht fest. So. Dann wird da schon mal produziert. Jetzt ist die Frage, machen wir Kohle außen? Ich würde fast sagen, ja. Ich denke, wir machen Kohle einmal da. Wir könnten natürlich auch die Fuel Blocks verwenden, aber die sind ein bisschen weiter entfernt, deswegen werden wir uns mit normaler Kohle begnügen. Außerdem möchte ich das Feld da weg haben. Aber falls Kohle dann tatsächlich irgendwann mal knapp werden sollte, dann können wir das immer noch umändern. Also, dann müssen wir die Substations haben. Wahrscheinlich brauchen wir dieses Saphirit-Feld das gar nicht. Das ist dann zu nahe. Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich besser, wenn wir das direkt so richtig machen. Und wir brauchen auch einen Output. Vielleicht erstmal schauen, wo wir die Inserter machen wollen. Ich denke, oben ist gut für den Output. Ja, wir machen ganz oben Output. Und wobei doch. Er wird schon passen. Hier kommt der Input hin. Also, der Input, die Kohle, der Kohle-Input, ne? So, Output. Dann machen wir dasselbe. Output. Ganz oben. Input. Ich weiß halt nicht, wie interessant das ist. Im Prinzip haben wir was Ähnliches haben wir ja schon mal gemacht. Weil Eisen ist jetzt, variiert sich nur leicht. Das Sodiumhydroxid. Na, kommt hier rein. Sehr schön, dann kommt. Ich glaube, der Rest ist eigentlich Standard. Nee, ist es nicht. Da ist ein zusätzlicher Step drin. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Wir kriegen 5 Alumina alle 4 Sekunden und machen 5 Ingots. Das ist eine 1 zu 1 Relation. Das heißt, das hier kommt wieder weg. Genauso wie die hier. Nee,
Die waren richtig. Das stimmt, der Rest, das sollte eigentlich stimmen. Nur das hier brauchen wir nicht. So, Kohle ist da. Dann kommt, so wie es aussieht, direkt die nächste hin. Im Prinzip müssen die hier hin. Das heißt, wir werden hier dann auch mit den normalen arbeiten. Und zwar ultra lang, damit die das reinlegen können. Der Grund ist, dass die hier auch noch Kohle brauchen und deswegen kann ich sie nicht eins näher bauen. Das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. So, das heißt, ihr macht Ingots. Ist auch schön noch in der Reichweite von den Substations komplett. Es ist schade, dass das hier nicht gedeckt ist. Das heißt, wir brauchen dann da nochmal was für Inserter technisch. So, selber auf der anderen Seite. Das heißt, die hier kommen weg. Wenn wir sie eh lang machen müssen, dann können wir auch die schnelleren verwenden. So. Fuel haben die, ansonsten das Alumina ist das einzige, was sie benötigen. Wahrscheinlich muss ich ein Blueprint nehmen und es ein bisschen weiter nach rechts verlegen, weil es kommt jetzt, ja, es kommt ein bisschen nahe ans Gold ran. So, dann kommt hier das Band. Hier ebenfalls. Und ich denke, den Rest kennen wir eigentlich hier. Ne, Achtung, Substations. Brauchen wir nochmal. Ich denke, wir machen die hier hin. Wir schauen einfach mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich ja nicht. Drei. Vier. Fünf. Ne, wir lassen den. 5. Wir könnten die auch hier oben anordnen. Versuchen. Wäre vielleicht sogar besser. Das heißt, wenn wir jetzt das hier nehmen würden. Und hier machen wir dann einen Splitter hin. Da kommt das von der anderen Seite. Wir bauen, ja. Wir brauchen 10 Stück. Ich denke, die zwei sollten schon sein. Ich bin mir unsicher, wie wir das jetzt hier am besten machen. Es braucht alles relativ viel Platz. Und es geht hier viel zu weit nach links rüber.
glaube, die müssen weg. Ich glaube, das ist Quatsch. So, dann haben wir hier Outputs. Und hier ebenfalls. Das heißt, wir müssen hier nochmal einen zweiten hinbauen. Wir reißen die hier auch nochmal ab. Was ist, wenn wir das so machen? Oh. Und dann die quasi dann hier hinbauen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10. Na, ja, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Weil es sonst. Ich habe hier viel zu wenig Platz dazwischen gelassen. Das ist etwas ungünstig. Naja, wir müssen dann ein bisschen versetzt bauen. Das heißt, Gold kommt dann hier hin. Die zwei irgendwo da drüben wahrscheinlich. Das ist halt, wenn man den Platz nicht vorgängig korrekt abmisst, dann hat man später ein Problem. Aber eigentlich können wir es dann auch direkt so machen. Spielt dann auch keine Rolle mehr. So, Licht fehlt noch. Dann brauchen wir hier Inserter. Und dann müsste das eigentlich klappen. Ich denke, ich werde jetzt hier einfach mit normalen Poles arbeiten. Weil Substations haben nicht wirklich... Ja doch, wir könnten... Könnten theoretisch hier eine hinpappen. Nee, ich will nicht Urubyte meinen, ich will hier die Substation hinpacken. So. Dann machen wir hier noch die letzte hin und dann müsste das eigentlich... Oh, das ist falsch. Sind jetzt alle angeschlossen. Die vier sind. Ja, der ist noch da drin. Ich hoffe, das klappt jetzt auch mit den Casting-Maschinen, sonst muss ich halt nochmal einen hinzufügen. Aber naja, sei es drum. Nee, geht nicht. Brauchen wir. Ah. Nee, das bringt so nichts. Wenn die Casting-Maschinen nicht drin sind, dann bringt es nichts. Ja, dann macht das keinen Sinn. Vergessen wir das. Dann machen wir es oldschool. Und zwar so, das muss dann hier ganz irgendwie noch verbunden werden.
Am besten so. Und natürlich auch die Substation noch. Geht das jetzt echt knapp hier nicht? Wahnsinn. Alles klar. So. Hier brauchen wir ebenfalls noch Inserter. Machen die so und die gehen eins weiter hoch. Da drüben ist auch kein Power. Warum wird das nicht verbunden? So. Ach, verdammt. Echt er hier? Nein, ich wollte nicht den Insert abreißen. Ich wollte den Powerpole abreißen, verdammt. Stimmt, ja, die obere Substation haben wir abgerissen. Das heißt, ja, muss so sein. Brauchen wir den noch? Ja, den brauchen wir. Dann kommen die Rohre. Ich denke, da wird auch eines jetzt reichen hier. Also ich denke, das werden wir jetzt nicht duplizieren, weil es gefällt mir A nicht und B, ist es, glaube ich, auch ziemlich unnötig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, dann die Exerter. 2. Wundervoll. Jetzt ist die Frage links oder rechts durch. Wo bringen wir das auf den Bass? Ich würde fast sagen, es geht nach links. Das war eins zu viel. Holla, das müsste fließen. Hier hoch. Was fehlt? Es fehlt Aluminium. Macht Sinn. Und dann schauen wir mal, ob die ganze Geschichte funktioniert. Es wird auf jeden Fall schon mal gearbeitet. Hier fehlt was. Hier fehlt was. Ja, dadurch, dass wir jetzt noch keine Mark II Blast Furnaces haben, die werden wir dann, sobald das Aluminium fertig ist, werden wir die dann bauen lassen. Ich denke, wir bringen es einfach mal auf den Bass. Ich denke, das sollte ich aber von oben her angehen. Also wir kommen hier durch. Wir haben doch hier wunderbar da hier Platz gemacht, dass der eigentlich für was anderes gedacht ist. Aber
Ich meine, wenn wir schon diesen Platz hier haben, dann würde es doch auch Sinn machen, wenn wir den ausnutzten. So, her damit. Ups. Das wollte ich nicht. Was macht ihr denn da eigentlich alle? Wir werden mit Rohren und allem Zeug wieder beliefert, sobald wir in die Logistikzone reinkommen. Wundervoll. Ja, das Chaos hier sollte weg. Ich denke, wir machen das. Wir bringen das hier irgendwie hoch. Das macht fast am meisten Sinn. Ich denke, eine Lane reicht erstmal. Wir nehmen die hier. Einfach, weil das wäre dann Zink quasi. Wobei, nee, wir nehmen die hier. Wir nehmen die hier. Ja, ich denke, das werde ich jetzt offcam machen. Ich werde das hier hoch auf den Bass bringen. Ich werde die Mark II Blast Furnaces aufsetzen. Und dann werden wir dann in der nächsten Episode wahrscheinlich Gold machen. Hier rechts, links davon. Und ja, dann sehen wir uns dann hoffentlich da wieder. Bis dann, macht's gut. Euer North. Euer North.